2014 ist das Wissenschaftsjahr in Deutschland und zu dem Anlass wurde ich eingeladen, mir mal ein paar Gedanken zum Thema der Universität zu machen, speziell über die Zukunft der Universität im digitalen Wandel oder die digitale Universität der Zukunft. Und um das zu tun, möchte ich Sie einladen, mal die quasi mentalen Bilder, die wir haben von der Universität, ein wenig abzulegen. Und zwar ist das mentale Bild, was wir haben, wenn wir an die Universität denken, hauptsächlich sind es Gebäude, also Vorlesungssäle, Bibliotheken, Laboratorien, Studentenwohnheime. Und das macht auch Sinn, weil Wissen war früher so organisiert, dass man eben Bücher hatte, die irgendwo stehen mussten und man hatte Experten, die irgendwo leben mussten. Und wenn man was lernen wollte, musste man eben zu den Büchern und zu den Experten hingehen. Das hat den Nachteil, dass da immer nur eine gewisse Anzahl von Büchern und Experten vorhanden sind und anderen Studenten. Und das beeinflusst dann eben, was man da lernen kann oder wie man da lernt. Und auch, dass man halt zu gewissen Zeiten lernen muss und man muss halt an einem gewissen Ort sein zu einer gewissen Zeit. Unheimlich viele Begrenzungen des Lernens eigentlich, die damit zu tun haben, dass Lernen in diesen Gebäuden immer stattgefunden hat. Und wenn wir dieses mentale Bild mal kurz zur Seite legen und uns ein neues, ein anderes mentales Bild überstülpen und wir nehmen dieses Bild des Netzwerkes. Es ist immer etwas theoretisch, Netzwerke, aber wir haben mit Netzwerken ständig zu tun, auch nicht digitalen Netzwerken. Also Sie können Ihre Familie als Netzwerk verstehen. Sie können die Menschen, mit denen Sie an der Uni zusammenarbeiten, als Netzwerk verstehen. Also Netzwerke und Communities, Gemeinschaften sind enorm wichtig in unserem Leben. Und viele sind physikalisch abgebildet, aber viele eben auch nicht. Und das große Potenzial der digitalen Technologie ist eben, dass diese Netzwerke von Menschen nicht mehr an unseren physikalischen Ort gebunden sind im gleichen Maße. Und das ein Beispiel dafür ist dieses Gespräch, was wir gerade führen. Ich sitze hier in Boston. Draußen hat es gerade 30 Zentimeter geschneit. Ich sitze hier fest. Und Sie sitzen irgendwo anders, wo es hoffentlich gerade nicht 30 Zentimeter schneit. Und wir haben, hoffentlich ist das der Beginn eines Gespräches, wo dass ich meine Meinung jetzt vielleicht über ein paar Minuten präsentieren werde und Sie mir dann Ihre Meinung per E-Mail schicken oder kommentieren oder Ihr eigenes Video zu dem Thema machen. Aber diese Verbindung, die war früher nicht möglich, die ist jetzt möglich. Und das ist wichtig für die Universität. Und wenn wir uns die Universität als Netzwerk oder als Netzwerk von Netzwerken vorstellen, dann ist das die Hauptmöglichkeit, die wir haben, ist diese Universität, die Institution zu öffnen. Dass andere Leute teilnehmen, dass wir mehr mit anderen Leuten einen Austausch unternehmen, die nicht an der Universität sind, die draußen sind. Und dass diese Begrenzung von dem, was drinnen und draußen stattfindet, dass das wegfällt, dass die Universität vielmehr Teil eines globalen Wissensnetzwerkes wird und ihren Studenten dabei hilft, an diesem globalen Wissensnetzwerk teilzunehmen. Viele sehen das als Bedrohung, wo diese digitale Technologie quasi abgestoßen wird, weil das an der Universität, wie sie schon immer war und wie sie gut funktioniert, weil das daran rüttelt. Andere sehen es als riesige Geschäftsmöglichkeit. Startup-Unternehmen werden gegründet, die wollen die Universität komplett ersetzen. Über neue Apps kann man das alles viel besser machen. Ich glaube, bin da auf genau in der Mitte, würde ich sagen. Ich bin unheimlich optimistisch, was die Chancen der digitalen Technologie angehen. Aber für mich sind die Chancen eben die Vernetzung von Menschen und quasi eine Rückkehr zu den ursprünglichen Ideen der Universität, wo man mit anderen Menschen zusammen neue Fragen gestellt hat und versucht hat, diese zu beantworten. Und das ist für mich auch die Rolle der Universität, den Leuten, den Studenten die Möglichkeit zu schaffen, neue interessante Fragen zu stellen, quasi die Neugierde zu entwickeln und das Selbstbewusstsein, neue Fragen zu stellen und gleichzeitig die Fähigkeiten und Werkzeuge zu geben, um diese Fragen auch zu beantworten. Und ich denke, da gibt es tolle Möglichkeiten, das über digitale Medien mehr zu tun in Zukunft. Und wenn ich mir diese Universität der Zukunft vorstelle, dann könnte ich das vielleicht an vier Geschichten kurz erläutern.
Und oder vier Begriffen. Der erste Begriff ist die Kuratorenrolle. Also die Universität wird eine immer wichtigere Rolle spielen, den Menschen dabei zu helfen, die enorme Wissensmenge, die übers Internet zugänglich ist, zu sortieren, zu navigieren, damit umzugehen, zu wissen, welche Materialien sind jetzt wirklich hilfreich für mich an dem Punkt, an dem ich gerade bin. Die Fragen, die ich stelle, wo finde ich Antworten? Die Universität kann da eine ganz wichtige Rolle spielen, quasi Vermittler zu sein zwischen dieser enormen Wissensmenge und dem einzelnen Studenten, der da versucht, Klarheit zu bewahren. Das ist das eine. Also diese Kuratorenrolle, denke ich, ist viel wichtiger. Zweitens stelle ich mir die Universität der Zukunft ein wenig vor wie der beste Reiseunternehmer der Welt. Also, und zwar sind das keine Reisen in andere Länder, sondern in andere Disziplinen. Ich interessiere mich vielleicht für Biologie und die Universität ist quasi eine Reise in die Welt der Biologie, die sie organisiert. Aber die Welt der Biologie, die findet nicht nur in den Gebäuden meiner Universität statt, sondern die findet in vielen Gebäuden statt, über die ganze Welt verteilt und vieles eben auch übers Internet erreichbar. Also eine Art virtueller Reiseunternehmer in die Welt der verschiedenen Disziplinen, wo der Professor quasi der ist, der da vorne steht im Bus mit dem Mikrofon und sagt, hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und mir so, dass diese Welt der Biologie zugänglich macht und mir hilft, das zu verstehen, was das bedeutet, ein Biologe zu sein. Und das sind wirkliche eben auch Reisen dahin. Also nicht nur, ich gucke mir nicht nur die Fotoalben an von jemand anders, der da war, sondern ich reise tatsächlich in dieses Land der Biologie. Wir verlassen den Bus auch und wir laufen da rum und wir lernen uns als Biologen zu sehen und mit anderen Biologen auszutauschen. Wir lernen deren Sprache und diese Reiseunternehmerrolle, die denke ich, kann die Uni da spielen. Drittens, was ganz wichtig ist, also diese Idee des Stützrades vom Fahrradfahren. Ich bin großer Fan von Fahrradfahren und die Idee des Stützrades, weil wenn ich quasi gerade anfange, was Neues zu lernen, dann bin ich in der Regel relativ schlecht da drin. Und wenn wir an Fahrradfahren denken, dann wissen wir, dass das stimmt. Dann sind wir alle vom Fahrrad gefallen am Anfang. Und Stützräder sind da enorm wichtig, um quasi dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dieses Gefühl dafür, wie sich das anfühlt. Und die Uni kann diese Stützräder bieten. Die Uni kann gucken, dass wir nicht Sachen machen, die wahnsinnig quasi riskant wären. Also gut, für Biologen, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, riskant zu sein, aber dass die Uni uns quasi so ein bisschen dabei hilft, dieses neue Land zu navigieren, wie so eine Art Stützrad, sodass wir eben auch Fehler machen können, weil Fehler sind wichtig beim Lernen, aber dass diese Fehler uns nicht Kopf und Kragen kosten, sondern dass wir dann wieder aufstehen können und weiterfahren. Und letztens, mein Großvater hatte hinten im Garten eine Baubude stehen. Die Baubude, die war abgeschlossen, aber ich und mein Cousin wussten, wo der Schlüssel ist und die war voll mit Werkzeugen. Und wir konnten dann in diese Baubude reingehen und uns da Werkzeuge rausholen, mit den Werkzeugen spielen. Und man musste vorsichtig sein. Der Großvater war sehr speziell, was seine Werkzeuge angeht. Aber diese Idee der Baubude und dass da die Werkzeuge quasi des Experten drin sind, aber dass ich auch den Schlüssel dafür bekomme, das, denke ich, ist die Rolle, die die Universität spielen kann, dass die Universität Werkzeuge zur Verfügung stellt, die sowohl im Internet zugänglich sind, aber vielleicht ich dabei Hilfe brauche, um die zu verwenden, oder auch Laboratorien, die eben nicht im Internet zugänglich sind. Also, dass diese Baubuden, die Sachen, die es noch nicht im Internet gibt, auch ganz speziell da über die Universität mir zugänglich gemacht werden. Und ich dachte mir, das sind vielleicht so vier ganz interessante Punkte, über die könnte man mal länger sprechen. Haben wir heute keine Zeit für, aber grundlegend ist für mich eben die Veränderung der digitalen Uni von der, die wir heute haben, ist, dass heute die Uni eine relativ geschlossene Institution ist. Man muss da hingehen, man muss im Vorlesungssaal sitzen und dass die Universität der Zukunft, die vernetzte Universität, ein Netzwerk von Netzwerken, eine enorm offene Universität sein wird. Dass die Leute nicht in dem gleichen Raum sitzen müssen, sondern dass es eine Wissensgemeinde ist, dass ich mit denen mich auseinandersetzen kann, auch über Distanz, zu der Zeit, zu der ich das machen möchte. In ganz anderen Organisationsformen, nicht mehr unbedingt in der Vorlesung, dass diese Öffnung ganz wichtig ist.
Und das, ich habe jetzt hauptsächlich über die Lehre gesprochen, aber das lässt sich auch auf die Forschung, denke ich, umsetzen. Und so bin ich sehr positiv, was die Zukunft der Universität angeht. Die Universität der Zukunft wird grundlegend anders aussehen als die Universität heute. Das wird für einige Universitäten nicht leicht, diese Veränderung. Aber die Ideen der Universität sind heute immer noch genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als sie vor 200, 300 oder je nachdem, welche Universität, die italienische oder die deutsche oder die englische man da studiert, vor hunderten von Jahren waren, sind diese Ideen heute immer noch enorm wichtig. Und ich denke, die digitalen Medien geben uns eine Möglichkeit, viele der Ideen viel mehr umzusetzen, als sie in der, als das in der Vergangenheit die Tatsache war. Gut, also das ist die Einladung zum Gespräch. Bitte, ich freue mich auf Kommentare oder E-Mails. Meine E-Mail-Adresse ist 1L2P at media, media.mit.edu. Und ich hoffe, dass wir ein interessantes Gespräch über die Zukunft der Uni führen können. Vielen Dank.